Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCouts. Ich werde mir Lego Fortnite heute mal anschauen und werde es wahrscheinlich bereuen. Aber es wird probieren. Und, bin erstmal mies überfordert. Okay, kann jetzt eine Welt. Es könnte einfach mal eine neue Welt erstellen. Mit Überleben natürlich. Wenn es denn so richtig. Und die erstelle ist einfach mal meine eigene Welt. Und so mal. Was das Ganze jetzt wird, ich habe keine Ahnung. Jetzt werden gerade Spieler gesucht und ich hoffe, dass in absehbarer Zeit, wer sie gefunden werden. Ansonsten glaube ich, könnte es auch anderen Leuten beitreten, aber es geht gleich los, glaube ich. Reise zum Server wird initiiert. Oh, da geht's denn los. Oh mein Gott, da bin ich mal gespannt. Also, das probierst du hier in diesem Video einfach mal aus und dann schauen wir mal, wie gut das Ganze klappt oder nicht klappt. Die Betonung wird eher auf nicht klappen liegen, aber wir probieren es mal. Wenn es wieder warten doch klappt, können wir es auch mal am Stream die Tage ausprobieren und schauen wir mal, wie es dann klappt. Vielleicht wieder da. Dann wer von euch mitspielen bei dem schönen Game. Ihr könnt zwar, ich höre im Video, aber ich habe hier auf dem linken Ohr gerade in der Leitung einen Kumpel von mir und ich glaube, der den sehe ich schon bei Lego Fortnite. Ja, doch, doch. Das wird's werden. So. Kein Okay. Das sieht halt S-Testes aus, von der Grafik schon mal. Aber okay. Es ist ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es wie Minecraft geht, aber es geht darum, einfach Sachen zu craften und irgendwie halt zu überleben. Und einfach nicht zu verrecken, basically. Also hat nichts mit dem klassischen Fortnite zu tun, was man halt so kennt. So ein bisschen Fortnite dies, das, ne? So ist das gar nicht. Hier ist ein Beispiel, kann ich jetzt Himbeeren einsammeln. Yay. Hab's erfolgreich geschafft, Himbeeren einzusammeln. Gibt's noch mehr Himbeeren? Ich sammle die einfach mal alle ein. Mit A kann man Sachen bauen, oder jetzt braucht man Rezepte. Also ich spiele das Ganze jetzt zum ersten Mal. Es ist tatsächlich wirklich komplett blind. Oh, und da ist eine Spinne. Ich glaube, die ist böse. Ich habe keine Ahnung, ob ich damit sowas machen kann. Weiß nicht. Ich glaube, ich kann tatsächlich gerade nichts tun. Dann lassen wir die Spinnen mal Spinnen sein. Ah, ich hätte einen Stein auf die schieben können, aber das habe ich jetzt halt ver... Oh, boom! Man kann damit Sachen kaputt machen. Ah! Ja, sehr gut. Kann ich einiges an Zeugs einsammeln. Ja, das ist aber etwas. Gut, gut, gut. Ich würde noch mehr Sachen einsammeln. Ich glaube, damit können wir nachher auch mal ein Lagerfeuer machen. Das halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Lagerfeuer ist immer wichtig. Vor allem, wenn man das Lagerfeuerlied singen kann. So. Ich sag's immer gleich voraus, die Leute. Wird es kein neues Let's Play Projekt werden mit 30 Parten, also nee. Dann doch lieber. Ich hab Hunger. Okay, dann sollte ich was essen. Ich bekomme auch so Stände. Aua! Nein, in-game habe ich Hunger. Ich werde gerade von der Spinne getroffen. Oh shit, ich bin kurz vorm Verrecken. Das ist halt gar nicht gut. Sollte schnell was essen. Wo sind denn meine schönen Himbeeren? Nein, da ist ich verfolge die Spinne. Das ist erst nicht gut. Wieso? Och, jetzt sagt mein PC, dass er... Wenn ich die Taste drücke. So, jetzt halt. Ich will jetzt was essen. Wie geht das? Mann, die Spinne ist mir hinterher. Hilfe. Ich will doch nur was essen, bevor ich verhungere. Ja, ist so. Ich baue mir jetzt einfach mal ein Lagerfeuer hier hin. So, ach, der... da hinten sind irgendwelche komischen Tiere. Wenigstens ist die blöde Spinne jetzt weg. Hä? Ich will...
Ich will das jetzt ganz gern bauen. Hä? Ey! Hä? Jetzt wurde es aber umgebracht. What the heck? Digga, ich wollte so nix. Einfach friedlich mein Lagerfeuer bauen. Einmal kam irgendein Dude mit der Waffe und hat mich umgelegt. Ich möchte es nicht verstehen, ne? Aber okay, ich sammle mal Kürbis jetzt ein. Weil man braucht ja irgendwann absehbarer Zeit was zum Essen. Ui, was ist das? Ich habe eine Ranke. Yay. Auch eine Ranke. Danke, Anke, für die Ranke. So. Eieiei, ich sag's euch, Leute. Also, mein Kumpel, der gerade mir telefonisch zugeschaltet ist, haut gerade das Brust raus. Ihr könnt froh sein, dass ihr das nicht hören könnt in dem Video. Und vor allem bin ich froh darüber. Oh, da ist eine Lego-Kuh. Kann ich das töten? Ich brauche halt vor allem mal irgendwas. Ich will jetzt mein Lagerfeuer hier hinbauen. Ach, mit ZR baut man. Ah. Sehr gut. Jetzt habe ich mein Lagerfeuer. Die Frage, kann ich mit meinem Lager... Ah, da ist ein Kürbis. Den kann ich mit Y in Inventar tun. So, was kann ich jetzt damit machen? Ich kann den in die Schnellleiste tun. Und von dort aus kann ich es mit X weitere Aktionen fallen lassen. Aufteilen, Inventar wechseln, zur Nebenhand wechseln. Was heißt denn aufteilen? Ah. Okay. Da kann ich den zum Beispiel auf 2 aufteilen. Okay, aber was bringt mir jetzt das Lagerfeuer? Ich habe noch nicht ganz den Sinn von diesem Game überrissen, ehrlich gesagt. Aber okay, also Mais ist auch immer ganz gut. Behauptet es einfach mal, ich sammle jetzt Mais ein. Also ich glaube, das wird wirklich nichts mehr werden, ist dieser kleine Test hier, weil ich in diesem Game maßlos überfordert bin. Mit der Kuh kann ich jetzt gar nichts... Warte mal, stopp. Ah, ich kann bald eine Werkbank bauen. Okay, okay, dafür brauchst du noch ein bisschen Holz. Das bekomme ich schnell hoffentlich her. Irgendwo. Mit der Werkbank müsste ich dann ja mal mehr Zeugs einsammeln können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da hinten flackt mal Holz rum, das ist gut. Ich hoffe nur nicht, dass es in sehr absehbarer Zeit Nacht wird, sonst habe ich halt ein Problem. Ich brauche halt nur ein Stück mehr Holz und sammle auf jeden Fall nochmal die Himbeeren ein, die hier rumflacken. Weil man bekommt immer mal Hunger. Und da ist das dritte Stückchen Holz, zusammen ist das vierte, was liegt gleich auch noch ein, jawoll. Okay, es ist halt doch nicht mal so ganz scheiße bis jetzt. Muss ich schon sagen. Jetzt mir schlechter vorgestellt. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück zu meinem Lagerfeuer. Ich will ja gleich mal ein schönes Lagerfeuerlied singen. Ich will Lagerfeuer, zu meinem Lagerfeuer gehst und jetzt will ich da nämlich in der Nähe meine schöne Werkbank aufbauen. A. Werkbank, ich hab alles da. Au! Was kann man denn gegen die Spinne machen? Ich glaube, erst die Spinne. Ich hab hier so eine blöde Spinne. Aber ich kann halt nichts gegen die machen. Kann halt nur ausweisen. Nee. Ich müsste zuerst mal Werkbank herstellen. Digga, kann die blöde Spinne nicht weggehen. Ist jetzt weg? Nein. Wie kann man denn jetzt schnell rennen? Ah!
Hör doch auf, was du isst, ne blödes Ding, wenn eine Spinne hinter dir her ist. Ich hoffe einfach, dass ich so weit wegrenne, dass sie einfach nicht mehr da ist. So, was kann ich jetzt bauen? Nein, ich will an der Werkbank jetzt was bauen. Oh, ist die Dreckspinne wieder da? Das gibt's doch nicht. Ach komm, es hat mich wieder umgebracht. Ich tue es einfach mal respawnen. Wir will, dass meine gebauten Sachen jetzt weg sind. Nein. Ich weiß nicht. Doch. Ist nix mehr. Och nö. Ah doch, da sind sie noch. Yes. Aber ich kann, weil es regnet, keine Sachen bauen. Das ist halt bisschen belastend. Du sagst das. So. Was ist? Hier steht irgendwas rum, aber ich kann nichts damit machen. Und wie gesagt, ich kann die Werkbank im Regen nicht benutzen. Danke dafür, Merkel. Ja, heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als einfach mal in das Haus so reinzugehen. Also jetzt, Leute, das ist High Quality Content vom Feinsten, den ich euch hier abliefer. Wenn man jetzt noch was sehen wird, wäre es natürlich umso geiler. Ja, man sieht halt nichts, weil es dunkel ist. Aber das Ding ist, Hilfe. Ich weiß echt nicht, was ich gegen diese Spinnen tun soll, wenn die jetzt wieder kommt, weil ich kann mich dann jetzt nicht mehr... Oh, das ist eine Truhe! Ui. Was ist da drin? Kürbis, ich will ganz gerne einen Stapel nehmen, eine Wolle und 4 Himbeeren. Ach, das sind Himbeeren, ich dachte, das sind Diamanten, lol. Okay. Die Himbeeren tue ich mir mal eine Schnellleiste rein, weil... Die kann man ja mal bald brauchen. Gut. Naja, mit Fortnite hat das Game jetzt nicht so viel zu tun, muss ich sagen. Gefühlt zumindest nicht. Ich hätte einen Granit auf die Spinne werfen können. Soweit habe ich es ehrlich gar nicht mal gedacht. Kann im Regen nicht benutzt werden. Ja, sehr schön. Du bist auch Dreckswerkbank. Ich bin ja hier in dem Game nicht Gott, heißt, ich kann weder tags halten, noch kann ich den Regen ausschalten oder sonst irgendwas. Das ist ja hart belastend. Du sagst es. Heißt, ich kann eigentlich gerade gar nichts machen. Abgesehen von einer weiteren Truhe, dass wir das suchen. Ui. Da sind 6 Pfeile drin, sehr interessant. Maiskorn und Seide. Das ist natürlich super duper. Ich sehe halt erst, das Ding ist, das ist wie in Minecraft in der Höhle. Dadurch, dass ich meine fetten Keylights habe, die meine schöne Fresse beleuchten, die für den Stream, ist halt, dass, wenn ich was sorge, was dunkel ist, halt alles noch dunkler im Kontrast. Oder ich habe einfach mal mein Fernsehbild zum Sizer eingestellt. Oder beides. Was sei nicht beides. Ja, schwierig. Ich weiß nicht. Er hat erst hier gerade gar nichts. Oh nein, da ist ein Lego-Skelett. Das ist sehr unsympathisch. Da ist noch ein Lego-Skelett. Ich glaube, diese Lego-Skelette sind böse. Und ich laufe gerade einfach irgendwo hin, wo es leuchtet. Aber ich glaube, ich bereue, dass ich dorthin laufe. Ja, hier kommt so eine aufgeregte Musik. Da ist auch noch eine Spinne. Ich glaube, ich bin jetzt erst ein kleines bisschen gleich am Arsch. Was ist das für ein Ort? Du bist hier halt wirklich gerade. Aua, das tat weh. So ein Dreck. Hilfe, was mache ich hier, Leute? Es ist sehr
sehr, sehr skillhaftes Gameplay hier von mir. Alter, spiele ich halt doch einfach lieber das normale Fortnite. Es macht halt viel mehr Spaß für dieser Dreck hier. Und vielleicht bin ich einfach auch nur so inkompetent dafür, aber ich war noch nicht in der Lage, eine Waffe zu bauen, um es gegen diese inzwischen so Massen an Zombies zu wehren, die mir es verfolgen. Ich habe ebenfalls meinen Sporn aus dem Auge verloren. Und es ist stockduster und ich kann nichts sehen und es regnet, weswegen ist nichts auf meiner Werkbank, die auch mein Sporn liegt, hätte bauen können. Dementsprechend, aua, eine sehr belastende Situation. Ja, hört doch mal auf, mich hier die ganze Zeit zu hauen, ihr blöden Leute. Ich habe meinen Sporn wiedergefunden. Und es ist halt leider nicht so wie in Minecraft, dass wenn ich mal bei meinem schönen leuchtenden Lagerfeuer bin, alles gut wäre. Ich weiß halt nicht mal, ob man Sporn ist, ehrlich gesagt, wo es jetzt gleich ankommt. Wir werden es gleich erfahren. Weil da leuchtet zumindest. Ja doch, da ist er ja. Gut so, ab. Man. Da ist er ja, da ist mein Sporn. Geil, ich hab die Zombies abgehängt. Es regnet nicht mehr. Ja! Yeah! Ich kann Sachen bauen. Ich brauche dafür aber mehr Holz und mehr Granit. Heißt, liebe Leute, wir müssen Holz suchen. Im Dunkeln. Da ist ja Holz. Irgendwo war's. Ja, im Dunkeln Holz zu suchen ist jetzt nicht so das Wahre. Aber es wird langsam hell. So, jetzt brauche ich mehr Granit und mehr Holz. Aber dann läuft das Ganze bald. Und es wird wieder Tag, jawohl. Jawohl, so muss das. So. Ist und mein Holz. Holz. So, ist überhaupt krass, dass man so viel Granit als ich spiele einen weiblichen Charakter. Ist ja eigentlich auch wurscht, ob es einen männlichen oder weiblichen Charakter ist, aber überhaupt, dass diese kleinen Lego-Figuren so viel Zeugs tragen können. Crazy. Ja, ends crazy, ne? Sehe ich auch so. Södala Dödala, ich glaube, jetzt müsste es mal genug Granit und Holz haben, um mir meine schöne Holzaxt zu bauen, von der ich mir erhoffe, dass ich Kühe töten kann, als auch Gegner töten kann. Das wäre so. Da würde ich mich sehen. Da habe ich meinen Sporn auch tagsüber wieder aus dem Auge verloren, aber ich glaube, der ist da hinten. Also ich werde noch in dem Part, liebe Leute, werde jetzt noch eine Axt bauen jetzt und probieren eine Kuh zu töten. Dann werde ich den Part beenden. Aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt in einem Livestream-Projekt. Ich weiß nicht, ob man das mit anderen spielen kann live. Und ob das cool wäre, wenn ihr daran dann Interesse hättet, dann könntet ihr mal was in die Kommentare schreiben. Sowas wie ich will. Dann könnten wir es vielleicht mal machen. Okay, es heiße, ich bin zum falschen Sporn gerannt. Das ist auch total weird, dass da ein zweiter Sporn mir angezeigt wird. Ja, das ich will war ja auf das Game bezogen. So. Ja, ich merk's. Scheiße, jetzt habe ich meinen Sporn aus den Augen verloren. Das ist halt echt nicht gut. Wurscht, dann sammle ich mal weiter Holz und Himbeeren ein, weil Himbeeren kann ich essen. Oh nein, 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 das ist wieder so ein Dreckspinne, verpiss es doch. Muss doch das Essen nicht sein. Ach so. Ja, Digga, wo ist denn jetzt mein Drecksporn hin? Da bin ich jetzt dumm. Da ist der eine. Da ist nämlich mal Lagerfeuer. Oh shit, ich weiß, dass wieder nachmittags. Das ist eine nicht gute Tatsache. Ach du Scheiße, ein riesengroßer Wolf ist hinter mir her. Und das war nicht mal mein Lagerfeuer, das war es vom anderen Lego-Heini. Ich kann dem seine Truhe plündern. Oh geil.
Schau mal nicht, was die hat. Weil es eine sie ist. Es war nur leider nichts von Sporn aus dem Fall offensichtlich. Ah! Da werden mir mal zwei Spawn-Möglichkeiten angezeigt. Ich weiß nur nicht, ob es die vordere oder die hintere ist. Ich setze einfach erstmal auf die hintere. Jetzt wird es halt wieder Nacht, das ist ein bisschen scheiße. Weil gleich mit den ganzen, die ganzen bösen Monster wieder rauskommen, die Skelette. Okay. Das ist jetzt wirklich ein bisschen hart belastend, die Situation. Hä, jetzt ist doch wieder Tag, what the fuck. Jetzt hörst du wieder so eine beängstigende Musik. Und es regnet halt schon wieder, auch nö. Also ich kann nicht wieder nichts einmal nach so einer Werkbank craften. Aber es ist gerade ein so ungrammatikalischen Satz rausgehauen, oder wie? Okay, akzeptiert. Doch, da ist ja mal ein Sporn. Yippie-yay-du. Ja, wie gesagt, es wird mir nichts für nutzen. Weil das Game meinte, ich muss jetzt regnen. Eine Tatsache, die ich nicht cool finde. Dass das Game das meint. Aber wurscht, es regnet ja nicht viel. Kann nicht im Regen benutzt werden. Der Doom ist auch Werkbank. Jetzt bin ich die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und habe alles eingesammelt, was es braucht, um mir meine erste Waffe zu machen. Und dann regnet es wieder. Und dann meint die Werkbank so, ich kann bei Regen nicht benutzt werden, weil ich was Besonderes bin. Blöde Werkbank. Doch, es hätte sie ja vorher benutzen können, hätte es nur genug Zeugs gehabt dafür. Und weil das blöde Game nicht Minecraft ist, kann ich mir noch so viel Lagerfeuer hinklatzen, wie es will. Feuer tut Gegner nicht abhalten. Also ich kann nicht hier stehen und drauf warten, bis die mich umbringen. Alternativ, bis es nicht mehr regnet. Und das, liebe Leute, wird Stoff werden für einen doch eventuell zweiten Part, den es geben wird. Ja, ich mache zwei Parte. Oh, ich habe Hunger. Dann sollte ich mir erst mal was zu essen geben, sonst verrecke ich ganz natürlich. Weil mehr alles. So, ich mach mal weitere zu Nebenhand wechseln. Aha. Ah ja, jetzt habe ich die. Ah ja, jetzt kann ich die mit ZL verzehren. Und das macht mir wieder neue Leben. Das ist gut. Das habe ich zumindest wieder erstmal volles Leben. So, meine Werkbank kann ich immer noch nicht benutzen, weil es immer noch regnet. Dreckspiel. Weiß, ich nutze einfach mal die Zeit, um hier in der Nähe Granit einzusammeln. Aber wisst was, Leute? Das. Ich weiß nicht, doch. Komm, das mache ich im nächsten Part. Sonst haue ich mir das mal in zwei Parten an. Zu dem Part bedanke ich mich dann fürs Zusehen. Wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr Interesse habt an einem Livestream von dem Ganzen. Ihr könnt auch euch in den Kommentaren darüber ablachen, wie ich es ein bisschen anstelle. Bis zum nächsten Part. Danke schön fürs Zusehen. Haut's rein. Ciao.